willkommen zurück zu einem weiteren Opening mit mir und Pascal P. Wir haben hier die Ultra Beast GX Premium Kollektion. Die kommt aus Amerika. Das sehen wir daran, dass die Amis immer hier eine coole Playmat bekommen. Die bleiben uns Europäern leider vorenthalten. Aber ich habe mir die Box auf der Gamescom gekauft und ich dachte, wir machen sie mal jetzt in das Video auf. Wie ihr bereits sehen können, haben wir hier Celesteela GX und Firmosa GX. Ich weiß jetzt nicht, ob die bis jetzt in Deutschland erschienen sind. Falls ja, könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich habe nämlich davon keine Ahnung, ob die Karten hier in Deutschland erschienen sind. Ich weiß, die andere Box enthielt da diese Mosquito GX, also diese Mosquito, diese Kampffliege. Ich weiß leider seinen Namen nicht genau. Die erschien ja als Reprint, ist ja die Promokarte und das, die normale Karte davon erschien ja in einem Booster, also weiß nicht, ob die bis jetzt bereits erschienen sind. Dann haben wir noch, wie gesagt, die schöne Playmat, die überdimensionale große Karte, eine Münze und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Booster. Ich drehe das alles mal um, hier müsste auch noch alles stehen, was genau hier drin ist. Wie gesagt, 8 Booster, 2 Voll-Promokarten, eine Voll-Oversize-Promokarte, also die große, dann noch eine Playmat, ein Coin, die Münze von Firmosa und einen Codecard für das Ganze zum Online-Spiel. Und hier sieht man auch, wie die Playmat aussieht. Sehr schön. Wie gesagt, wir machen jetzt die Box mal auf. Ich bin echt gespannt. Wie gesagt, ich habe mir die eigentlich nur geholt wegen der Playmat. So. Hier haben wir das Ganze auch schon. Mal gucken, ob die Verpackung hier irgendwie so halbwegs hält. Naja. Bisschen noch zur Seite. So, damit es ein bisschen schön aussieht. So, dann packe ich das jetzt alles mal Stück für Stück hier aus. Oh, es riecht alles so schön nach Plastik, ey. Ich hasse das. Dann haben wir hier einmal erstmal die mega nice Playmat. Hier. Wenn ich jetzt loslasse, rollt die sich wieder. Hier mit den drei UBs, wo ich die Namen leider nicht weiß. Einmal diese Qualle, dann noch Firmosa und das Stahlfieder. So, dann haben wir hier die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Booster. Hier haben wir die Codekarte für das Ganze. Und dann finden wir noch die Premium Voll Oversized GX-Karte. Hier haben wir dann noch einmal Uno und das und die Münze. So, hier haben wir einmal erstmal die Münze. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Und hier haben wir einmal Celesteela GX. Könnt ihr pausieren, falls ihr die Attacken lesen wollt. Ich lese jetzt nicht extra vor. Und das Firmosa GX. Und machen wir uns jetzt mal in den Booster dran. Ich bin mal gespannt. Ich hatte jetzt schon mal geguckt. Also wir haben hier erstmal Guardians Rising, Burning Shadows. Dann haben wir hier einmal Evolutions, scheiß Evolutions. Nochmal Crimson, einmal Crimson Invasion, hier nochmal, zweimal. Einmal Sun and Moon, die Karten sind alle in Englisch. Hier haben wir noch Warring Skies und Fates Collide. Ich würde sagen, wir fangen an mit Evolutions. Das Set, was es fast in jeder blöden Box gibt, weil, ja, weil niemand die blöden Booster haben will. Ich schätze mal deswegen. Also ich persönlich mag sie auch nicht, damals waren sie mega geil. Aber jetzt irgendwie, ne, also kann ich sie langsam nicht mehr sehen. Und wie gesagt, man findet sie an jeder Box. Wir haben erstmal hier einen Dewgong, einen Charmeleon, einen Charizard Spirit Link, einen Poliwhirl, einen Caterpie, einen Magnemite, einen Voltorb, einen Sandshrew, einen Poliwag, unsere Reverse ist Magma, das ist ankommen. Und die Rare ist, oh, WTF. Achso, ich habe einen Kartentrick falsch gemacht. Dewgong war unsere Rare. Oh, upsie. Dann haben wir hier mit dem Ältesten Fates Collide. Oder ist Warring Skies? Na, ich weiß es nicht, ob Warring Skies oder Fates Collide das Älteste ist. Bei Warring Skies könnten wir sogar vielleicht einen Shaman ziehen. Das war jetzt nicht mehr nötig, aber die Codekarte. Und in dem
das Set habe ich sogar auf Deutsch vollständig. Fates Collide, Schicksal Schmiede. Haben wir ein Moltres, ein Lavados, ein Duosion, ein Kangama, ein Chinchino, ein Solosis, ein Spoink, ein Gothita, ein Fennekin, Fünks zu Deutsch, ein Mauzi und Koffing ist die Reverse. Und ich habe schon wieder das, den Kartentrick vermasselt. Unsere Rare war hier das Lavados. Okay. Also, ich glaube, 3 und 2 war das. Wir versuchen es jetzt nochmal hier mit Roaring Skies. Mal gucken, ob der Kartentrick da klappt. Ist jetzt leider auch noch nichts Schönes, Dezentes gezogen. So 3 und 2. Gucken, ob es jetzt klappt. Wir haben hier erstmal ein Togepi, ein Voltorb, ein Swablu, ein Ninkada, ein Pidoof, ein Dusselgur, Rayquaza Spirit Link, einmal ein Trainer's Mail, ein Manectric, dann haben wir als Reverse eine Rare, das ist Talonflame und die Rare ist ein Half-Art Dustox, also Pudox, glaube ich, hieß sie zu Deutsch. Jetzt haben wir noch Sun and Moon Booster, da klappt der Kartentrick wieder. Hier mit dem Base-Set von Sonne und Mond, das habe ich ja auch schon vollständig. Also ist mir jetzt eigentlich egal, was wir ziehen. Schön wäre es, wenn es eine Ultra-Rare wäre, aber wie gesagt, wenn nicht, dann nicht. Ich habe mir die, wie gesagt, die Box eigentlich nur gekauft wegen der Playmat, weil ich liebe Playmats, ich sammle die auch. Wir haben eine Feuerenergiekarte, einmal den Hau, Persimmon, den Rotom-Dex, ein Grubbin, ein Habitak, ein Alola-Slimer, ein Bautz, das ist ganz schwer, die englischen Namen und dann die deutschen dazu, wenn die denn nicht einfallen. Wir haben hier ein Drowsy, ein Traumauto. Unsere Reverse ist ein Zubat und die Rare ist ein Cosmovum oder Cosmoim. Wir haben jetzt noch Burning Shadows, Guardians Rising und Crimson Invasion. Wir machen so das Burning Shadows auf, hier mit Necrozma vorne drauf. So, hier die Codekarte. Hier waren es wieder die 4. Das Umdenken ist nicht gerade so einfach. Wir haben hier eine Psychoenergiekarte, ein Simipur, ein Rotom-Dex, einmal Potown, ein Alola Vulpix, ein Wimpot, ein Togedemaru, ein Glibunkel, ein Pansier, unsere Reverse ist Cutiefly und die Rare ist ein Kingdra, also ein Zedra King in Holo. So, Guardians Rising würde ich sagen, öffnen wir zum Schluss. Da kann ein Kapufala drin sein. Hier erstmal jetzt mit Schlinking vorne auf dem Artwork ein Sun and Moon Crimson Invasion Booster Pack. So, die 4 kommen nach vorne. Wir haben hier eine Finsternis Energie, Dunkelheit. Ja, Finsternis, doch Finsterlicht. Einmal Lusamine. Ein Kakuna, ein Selgor, ein Mistrevis, ein Palimpalim, Skiddo, ein Karablast. Hier haben wir Swablu, Pablu zu Deutsch. Hier haben wir die Weiterentwicklung von Spoink, Groink, Grumpig auf Englisch, ist eine Uncommon und die Rare ist ein Non-Holo Starmie. 2 Boosts haben wir noch. Eine GX oder irgendwas Geiles wäre jetzt richtig mal pornolös. Ich meine, ich habe mir keine Erwartungen in die Box gelegt, weil ich mir, wie gesagt, die Box halt nur wegen der Playmat gekauft habe. Aber irgendwas Seltenes zu ziehen wäre jetzt doch schön. So, hier die Codekarte. Die 4 kommen nach vorne. Und dann haben wir hier einmal eine... Was haben wir hier? Eine Elektroenergie. Ei, jetzt muss ich jetzt überlegen. Einmal Lusamine, eine Selgor, eine Counter-Energy, ein Bunnelby, Chalelos, ein Tragosso, ein Barschwa, einmal Salandit, Chinchinos, unsere Chimencho, also Palimpalim ist unsere Reverse, ist noch eine Common. Und dann haben wir hier noch ein Gyarados GX, sehr schön, unser erster GX-Pull, sehr schön, sehr, sehr, sehr schön, auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Und dann haben wir noch ein Sun and Moon Guardians Rising Booster Pack. Und hier wäre es mega geil, wenn hier ein Kapufala drin wäre. Am besten auch noch Secret Rare, also Hyper Rare. Dann hätte ich die Box sofort wieder raus. Man darf träumen. Wir schauen mal, ob es klappt. So, die kommt noch da. Die 4 kommt nach vorne. So, in dem letzten Booster von Guardians Rising haben wir eine Wasserenergiekarte, ein Mogelbaum,
einmal ein Rescue Stretcher, ein Rotchock, ein Alola Vulpix, ein Machomai, ein Heliobtai, ein Kramorx, hieß er so? Murko, keine Ahnung. Alolan Senshu, Alola Sandan, unsere Worst ist Hakamo-O. Ne, ankommen. Und die letzte Karte in diesem Opening ist ein Holomatsdale. Also leider kein Kapufala, aber wie sagt man, wird ja wohl träumen dürfen. Und ja, das war's so mein Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch einen Daumen da. Ein Abo würde mich auch sehr freuen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Falls ihr weitere Openings sehen wollt, folgt meinem Kanal. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.